Ja, liebe Zuschauer aus dem Alpenland, Sporthotel in St. Johann, das ist ein Steinwurf von Bischofshofen entfernt, begrüßen Sie Gerd Siegmund und Dirk Thiele und eine der schillerndsten Figuren, ja, man muss schon sagen, in der Skisprunggeschichte. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn haben, Thomas Morgenstern. Servus. Danke, hallo. Ja, Thomas, irgendwie, das ist nicht nur mal mein Eindruck, fehlst du der ganzen Szene. Das ist so eine, du warst so eine schillernde Figur und vor allen Dingen, was dich immer ausgezeichnet hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Es gab zwar relativ schlechte Zeiten, wenig, aber da war es schon angeben. Ja, aber mehr wie gute Zeiten im Großen und Ganzen, kann man so, oder? Na, da kann man drüber streiten. Aber die guten Zeiten überwiegen und das ist schön, dass das in den Köpfen auch noch drinnen ist. Du warst immer ansprechbereit und eine ganz ehrliche Haut. Die Zuschauer wissen das genau. Du bist dreifacher Olympiasieger, du bist zigfacher Weltmeister. Du hast zweimal den Gesamtweltcup gewonnen. Du hast die Tournee gewonnen. Ja, mehr geht eigentlich gar nicht. Ne? Mehr geht eigentlich nicht. Ne? Also natürlich, wenn man E-Tüpfel reitet, dann gibt es noch den Einzelskiflug-Weltmeistertitel. Da habe ich es aber trotzdem auch zur Bronzemedaille geschafft. 2006 am Kulm. Und ja, ich schaue immer sehr, sehr dankbar auf meine Karriere zurück. Ich muss auch sagen, kommt jetzt so schon langsam der Moment, so in Innsbruck zum Beispiel am Qualitag, mega, die Chancen mega hergerichtet, die Bedingungen sensationell, da hat schon gekitzelt, also da wäre ich sehr gerne mit meinen Ski oben gestanden und da gestanden. Wirklich? Ja. Wirklich? Ist das jetzt ein Ansatz, vom Comeback? Entstanden ist, muss ich sagen. Aber der Traum hat sich nachher eigentlich am 4. wieder in Luft aufgelöst, wo ich nachher den Wettbewerb in Innsbruck halt nachher vor Ort verfolgt habe. Und dann haben wir gedacht, es war wieder so ein Bewerb, den, ja, was ich eigentlich in meiner aktiven Karriere immer gehasst habe, natürlich, wenn es so wechselhaft ist. Wenn man richtig gut vorbereitet, einfach da oben steht auf der Chance, um die Tournee, um Gesamt-Tournee-Sieg mitspringt und dann einfach ja, keine Chance hat. Und das, Thomas, ja. Wollen wir mal das... Aber schon am wütend und dann... Wollen wir mal das Pferd von hinten aufzäumen. Ja, genau. Du hast 2014 in Sotschi im Teamwettbewerb einen Sprung hingelegt. Dazu warst du eigentlich gar nicht in der Lage. Doch, deshalb habe ich ja hin. Ja, na gut, aber nach dem, was davor passiert war, ich denke an Titisee Neustadt, ich denke an den Kulm. Kulm war ja ganz, ganz fürchterlich. Ne? Und dann sich nochmal für Olympia zu qualifizieren, deshalb sage ich, das ist eigentlich fast unmöglich gewesen. Ja, es war ein irrsinniger Energieraum, ein Aufwand eigentlich, da vor allem in der Phase eben nach dem Kulm. Im Krankenhaus eben mit Reha und so weiter, dass ich da in Sotschi noch einmal in den Start gehen kann. Primäre Ziel war ja natürlich die Normalschanzen. Die Normalschanze hat dann auch gleich einmal funktioniert, weil da ist natürlich das Risiko nicht dementsprechend hoch, weil die Geschwindigkeit einfach geringer ist, die Höhe natürlich, wo man in der Luft ist. Man kann es einfach besser einschätzen und das passt auch. Die Großschanzen ist dann natürlich entstanden, die ist gekommen. Ich wollte mir die Herausforderung stellen und habe genau gewusst, okay, ich habe die paar Sprünge auf der Großschanzen und da muss ich halt einfach durch. Und ja, habe mich da gut weiterentwickeln können, auch von Sprung zu Sprung und habe dann eigentlich mit meinem besten Sprung im Teambewerb nachher. Als du unten warst, hast du da schon gedacht, das war's? Konkret noch nicht, aber der Gedanke war da, dass das mein letzter Sprung hätte sein können. Ja. Also, definitiv. Ich muss auch sagen, den Moment damals nach meinem letzten Sprung eben beim Teambewerb, den hätte ich am liebsten für mich allein gehabt. Also, da wäre ich am liebsten mit einem Stuhl im Auslauf gesessen, hätte einfach nur raufgeschaut und die Gedanken, die was da einfach da waren, die waren irrsinnig stolz, dankbar, erfreut gehabt, ich habe es geschafft. Aber es ist ein trauriges Gefühl gewesen, weil ich mir eben mal gedacht habe, okay, das war es jetzt dann vielleicht.
Ist das Team, ist ja zwar ein Teamspringen, aber es war, wie sich so anhört, eher doch ein Sieg über dich selber. Ich meine, Teamspringen, es ist natürlich Team, wir haben Silber gemacht. Ja. Es werden alle Sprünge zusammengezählt, aber trotzdem stehst du allein oben und musst allein runterspringen. Also da hilft das ganze Team nichts. Ja. Du musst selber deine Leistung bringen und schauen, dass du dem Team natürlich mit deiner Leistung dementsprechend den Rücken stärken kannst und das Ergebnis halt super ist. Aber für mich in dem Moment war natürlich die Leistung über mich selber, über also mehr die ganze als sonst Geschichte. Vielleicht in dem Team, weil die Geschichte davor ja mit ist. Ja. Ja. Hat dich in der Nacht dein Schutzengel besucht und hat gesagt, hey Thomas, es ist genug, noch so ein Sturz und du stehst nicht mehr auf? Ich würde nicht sagen, dass das nachher gleich danach war. Also natürlich die Gedanken, die sind nachher einfach immer präsenter geworden. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe mir lange Zeit gelassen, bis ich wieder auf die Schanzen gegangen bin. Das war ja, glaube ich, erst im Juli wieder. Also ich habe zuerst geschaut, dass ich körperlich wieder in einen guten Zustand komme. Und erst war Titisee und dann war Kulm, ne? Genau, ja. Titisee war Ende Dezember. Ja. Dann war die Vier-Schanzen-Tournee, dann war der Kulm, dann war ein Monat Reha in Sochi. Und dann war eben von Ende Februar bis Juli wieder Reha, körperliches Training, um einfach schmerzfrei halt zu sein. Würdest du sagen, du bist ein Stehauf-Männchen? Stehauf-Männchen bin ich definitiv, ja. In jeder Hinsicht, sportlich und auch beruflich, wenn du einmal dir was vorgenommen hast? Wenn ich etwas mir vornehme, wenn ich von etwas hundertprozentig überzeugt bin, dann machst du es. Ziehe ich es durch, ja. Fein. Also das bin ich normalerweise. Das ist eben auch eine Widerspiegelung, deshalb bist du als Persönlichkeit eben auch so anerkannt. Das spüren die Leute irgendwo. Ja. Ja. Ich würde nochmal zurückkommen, eben auf das Sprungtraining anfangen. Also du hast ja dann nochmal in Villach angefangen. Genau. Und wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich schaff's nicht mehr? Also es waren immer so Phasen. Also am Anfang habe ich in Villach angefangen, 90 Meter Schanzen, das funktioniert eh gleich einmal. Dann hat es für mich ja nie einen Plan B gegeben. Also es war für mich ganz klar, okay, ich springe, bereite mich jetzt dann so dementsprechend vor, dass ich dann bei der Weltmeisterschaft in Falun eine Chance habe, dass ich da einfach gut mit dabei bin oder bei der Vier-Schanzen-Tournee, bei den Großereignissen halt. Skifliegen war sowieso kein Thema mehr. Mhm. Und dann hat es aber dazwischen immer wieder so Rückschläge gegeben, wo einfach Wettkämpfe waren nicht keine mehr, Trainings, die was von Wind beeinflusst waren zum Beispiel. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht frei, ich kann nicht oben sitzen und mich nur auf meinen Sprung konzentrieren oder fokussieren, sondern ich bin abhängig von äußerlichen Umständen, die was ich nicht beeinflussen kann. Ja. Und dann hat es eben in Innsbruck den Trainingskurs gegeben, den besagten, wo ich eigentlich schon mit einem mulmigen Gefühl dorthin gefahren bin, wo ich eben ein Buch geschrieben habe, wo ich davor daheim gesessen bin mit der Lilli am Boden, habe mit ihr gespielt, irgendein Spiel, und habe dann so Selbstgespräche geführt und habe halt dann gesagt, ja, ich fahre jetzt zu dem Trainingskurs und wahrscheinlich ist das mein letzter und ich werde dann wahrscheinlich meine Karriere beenden, weil ich einfach nicht mehr das Gefühl gehabt habe, dass ich frei springen kann. Um erfolgreich zu sein, musst du einfach frei sein im Kopf. Ja, 100%. Und du musst loslassen und du musst oben wegfahren können und einfach durchziehen, das, was du vornimmst. Thomas, ich gehe, die ganzen Athleten, die jetzt momentan springen, die springen so dermaßen am Limit, da gibt es kein Zurückziehen. Ja. Der, was zurückzieht, ist 10 Meter hinten und dann ist vorbei. Thomas, machen wir mal einen Sprung zurück, damit wir das aufarbeiten. Ich glaube, du hast 2002 in Engelberg bist du in den Weltcup eingestiegen. Dann bist 2002 in Oberstdorf. Oberstdorf, okay. Dann warst du aber 2003 in Liberec, der zweitjüngste Weltcupsieger aller Zeiten. Nur der Steve Collins, ne, der da so verkehrt rumgesprungen ist, der war 15, du warst 16. So, und dann ging es eigentlich stetig bergan. Juniorenweltmeister warst du, glaube ich, auch. Also genau. So viel Titel und österreichische Meister, das schenken wir uns hier. Das ist ja schon Beiwerk hier bei so einem Typ. Das wie passt Thomas gar nicht mehr auf die Autogrammkarte. Das passt gar nicht auf die Autogrammkarte. Und Beispiel für andere Leute.
Du hast mit Sicherheit irrsinnig viel Reflexion bekommen von deinen Fans. Was Stolz angeht, was Ratschläge angeht. Hast du da was weitergegeben mal? An die Leute, die dich als Vorbild genommen haben. Boah, schwarz im Sorgen. Natürlich habe ich gewisse Sachen weitergeben, würde ich jetzt schon behaupten. Also ich bin stolz, dass ich so eine, ja, so eine Fangruppe habe, wo ich auch probiere, eben sehr in Kontakt natürlich zu stehen, eben mit gewissen Social-Media-Kanälen, was ich natürlich auch habe, wo ich ein bisschen die Leute teilnehmen lasse an meinem privaten Leben, ob es jetzt der normalen TV-Kameras halt oder Fotokameras oder wie immer. Dann probiere ich natürlich, mir immer die Zeit dazu nehmen, wenn ich irgendwo bin, eben um Autogrammwünsche zu erfüllen, um den einen oder anderen einmal mit dem Hubschrauber mitzunehmen, weil es halt einfach gerade reinpasst. Ja, kannst du uns ja auch mal mitnehmen, den Hubschrauber. Dann, wir hätten das Interview im Hubschrauber machen können. Nur eine Frage, wie man den Piloten bezahlt. Ne? Ja, er hat ja gesagt, er hätte uns gern mitgenommen. Ja, hätte. Aber das ist gut, machen wir gleich den Sprung, weil du es angedeutet hast. Hubschrauberlizenz hast du sowieso. Und wie geht's weiter? Irgendwann fliegst du mal eine Boeing oder was weiß ich? Nein, also ich bin ja auf Hubschrauber eingestellt. Ja. Das heißt, Flächenfliegen ist für mich eigentlich derweil einmal gestorben, sage ich mal. Also ich habe ja beide Scheine, also den normalen Flieger auch. Ist das noch Hobby oder ist das schon zum Teil Beruf? Generell die Fliegerei. Ja. Wird jetzt an, geht für in dich? Richtung Beruf, ja, sage ich mal. Also ich mache jetzt den Berufspilotenschein. Hoffentlich in einem halben Jahr oder was, dass ich fertig bin. Dass ich es eben kommerziell, gewerblich halt nutzen darf. Und kann und dann fliegst du mit Mann innen? Na, der fliegt Fläche. Er fliegt Flugzeug. Ich fliege Hubschrauber. Ja. Okay. Aber stimmt es, dass du dir deinen eigenen Hubschrauber gekauft hast? Real Pilots Flies Helicopter. Sagt der einen Helikopter fliegt. Kein Auto, aber einen eigenen Hubschrauber. Ne? Ja. Wie sieht dein tägliches Leben jetzt aus? Ja, momentan eben sehr viel mit Lernen, also für einen Berufspilotenschein. Das ist einfach ein irrsinnig zeitlicher Aufwand. Ja, dann mitunter halt natürlich der ein oder andere Termin, was halt wöchentlich immer irgendwo, wo hinzufahren ist, was mir irrsinnig viel Spaß macht. Ja. Und also du bist ausgelastet. Ich bin extremst ausgelastet. So nein, übertreib nicht extrem. Wenn ich auf meinen Plan jetzt anschaue, das nächste halbe Jahr, dann ist der extremst dicht eigentlich. Und da bin ich eigentlich ja, sehr, sehr wenig daheim leider. Und wenn ich daheim bin, dann nutze ich natürlich auch die Zeit mit meiner Kleinen natürlich, wo jetzt dann vor allem meine Schneekim gekommen ist. Skifahren anständig. Der Schnee ist jetzt da. Ja, bei uns eher weniger noch, aber auf die Berge wenig. Thomas, auf zwei Sprüche würde ich dich gerne ansprechen wollen. Der eine, ich möchte in der Öffentlichkeit gesehen werden, nicht abhängig von meinen Erfolgen oder Misserfolgen. Das heißt, Persönlichkeit ist nicht nur der sportliche Erfolg. Oder wie soll ich das interpretieren? Du hast es gesagt, ich weiß es. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen anders gesagt. Ich habe das in dieser Art und Weise gesagt, dass ich mich freue jetzt, dass ich in einem Umfeld jetzt bin, zum Beispiel in meinem Helikopterumfeld jetzt, wo ich nicht der Skisprungstar bin, sondern wo ich ein normaler Mensch bin, der was halt einfach Erfahrungen machen will in einem anderen Leben, in einer anderen Berufung halt in dem Sinn. Und hungrig ist noch Informationen, sich weiterbilden will und ja. Einfach, okay. Einfach. Wir haben das verstanden. Einfach Mensch sein will und das. Bevor der Gerd nach deiner Rückkehr, nach der nächsten Karriere fragt, beim Skispringen, ja, habe ich. Haben wir es auch beantwortet. Habe ich noch. Oder Problem mit diesen hier. Da gibt es lange Ski. Diesen Satz mit dem Koch, der in die Küche geht
und sich verbrüht und trotzdem weiterkocht. Ich glaube, das hast du gesagt nach einem deiner Stürze in Ruka, ne? War das er? In Kusambo? Da war er 17 Jahre. Ja. Da war er 17 Jahre. Genau. Und so nach dem Motto, mich bekommt keiner klein. Man braucht als Skispringer einen verdammt starken Kopf, um Stürze, sag mal, wegzustecken. Wenn du heute die Szene betrachtest, da gibt es ja auch Morgensterns. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis vielleicht ein Dompriotz den Morgenstern macht, oder? Definitiv, ja. Also, es gibt genügend. Ich meine, der Nächste, wo es jetzt an, da auf dem Sprung ist, alles zu gewinnen, ist der Kamil. Ja. Heute hat er echt die Mega-Chance und wir werden alle Daumen drücken. Also, aber es gibt genügend, die was da richtig, Markus Eisenbichler zum Beispiel, das ist einer, der was man... Was mir sehr, sehr gefällt. Ja, also vom Stil her, von der Person her. Thomas, geht das überhaupt, 90% zu springen? Oder wenn du nicht 100% bringst, dann wird es ohnehin gefährlich? Von der Gefahr will ich jetzt nicht reden, weil meiner Meinung nach Skispringen grundsätzlich nicht gefährlich ist. Mhm. Gefährlich wird es dann, wenn natürlich die äußerlichen Bedingungen irgendwo an Streich spülen, dann kann es natürlich gefährlich werden, aber Hochleistungssport ist immer 100%. Also wir springen noch nicht ein Nasenbohrer-Event zusammen. Das ist die Vier-Schanzen-Tournee zum Beispiel jetzt auch noch. Und da sind die besten Skispringer auf der ganzen Welt vertreten. Die Dichte ist immens eng, ein kleiner Fehler und man ist weg. Der andere Tande. Zum Beispiel gestern in der Qualifikation und bist 39. Oder was er war nicht und ist führender der Tournee. Also es ist so eng momentan und das ist ja gut so. Steckt man das dann ganz schnell weg, ob man jetzt 39. ist oder 2. ist? Es ist ja relativ unwichtig. Heute zählt es ja. Heute ist wichtig, ja. Es kommt auf die Person natürlich drauf an. Natürlich wird es arbeiten in den Kopf. Er hat, glaube ich, 3 Sprünge gestern gemacht und es waren jetzt alle 3 nicht so großartig berauschend. Wird sich definitiv seine Gedanken machen, aber wie gesagt, zählen tut es heute. Und ja. Aber du setzt ja, wie ich interpretiert habe, mehr auf den Kamin. Ich setze vom Gefühl her mehr auf den Kamin. Also auf Erfahrung. So leider nicht, aber. Nein, sind ja viele. Ist mein Favorit. Ja. Sag ich mal. Räumst du Stefan Kraft noch eine Chance ein? Chance hat er, logischerweise, 16 Punkte, aber sehr, sehr schwierig, weil 16 Punkte, 10 Meter. Müssen die anderen mithelfen? Kann er natürlich aufhalten, sind 5 Meter pro Durchgang, aber auf einen Stoch oder auf einen Tande. In der Form, ist wie sie. In der Form natürlich nicht leicht. Außer wir haben halt einen Wettbewerb in Innsbruck, wo was halt man nicht eine Lotterie ist. Die Startnummern sind ja sehr auseinander. Also sie springen nicht nach der Reihe, das heißt, es kann natürlich der äußerliche Einfluss auch eine Rolle spielen. Und von dem her wird es definitiv ein spannendes Finale heute. Aber lieber Thomas, du weißt wahrscheinlich auch, wovon der Kamil Stoch redet oder nicht redet. Er sagt es ja nicht, ihm tut die Schulter weh, ihm tut das Knie weh. Also er ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Das ist ja nicht, aber das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Also wenn man gestern den Trainingssprung anschaut oder eben am Bergisel den Wertungsdurchgang, so was er gezählt hat. Also es ist ihm egal. Er springt runter, er ignoriert es. Er ist einfach in einem Zustand momentan, wo ihn nichts aus der Konzentration bringt. Jeder Sprung funktioniert und natürlich hat er Schmerzen. Natürlich ist das jetzt auch nicht das, was man braucht zwingend, aber man kann es ja nicht ändern. Er nimmt es an und wenn du jetzt Berater von Simon Ammann wärst, was würdest du ihm raten? Soll er aufhören? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es spielt leider nicht viel dafür, sage ich jetzt einmal. Weil, wie gesagt, die Dichte ist extrem eng. Man muss weit springen, man muss einen schönen Telemark machen. Telemark ist natürlich ein großes Handicap von Simi. Das weiß er natürlich selber auch. Ich würde es ihm wünschen, dass er
nochmal in eine Situation kommt, wo er einfach einen richtigen Erfolgswelle hat und dann okay. zum richtigen Zeitpunkt natürlich sagen kann, okay, das war's. Ich wäre Pilot. Genau, das will er ja auch machen. Das macht er ja. Genau. Aber der fliegt Fläche, ne? Wie man jetzt gelernt hat. Fläche, ja, was ja. Fachbegriffe. In England, glaube ich. Ja. Könnte man ja gleich die nächste Frage anschließen, wenn du Berater von deinem ehemaligen... Ich weiß, was kommt. Ich habe es noch gar nicht, ausgesprochen. Nein, wollen aber, wir wetten, dass wir wissen, was kommt? Ja, klar, ist ja logisch. Das Comeback steht demnächst bevor, wie wir gehört haben, vielleicht in Wiswa oder dann eben auch später. Habt ihr Kontakt miteinander oder liest du es auch nur aus der Zeitung oder wie siehst du den Weg von Gregor? Nein, wir haben sehr wenig Kontakt. Ja. Also, wie früher. Kriegen wir natürlich ja, mit der gut. Zeitung, wir treffen uns beim einen oder anderen ja. Red Bull Event und so weiter, aber das war es. Also, ich erkundige mich natürlich über den Heinz oder über den Rodlauer Harry, Co-Trainer, wie es ihm geht, wie es ausschaut. Ich bin auch gespannt jetzt, ehrlich gesagt, wie es funktionieren wird in Wiesla. Ich finde es schade, dass er eigentlich so wenig von sich preisgibt jetzt. An, also eigentlich so, ja. Ja. Er hat früher eigentlich immer Blogs oder eben auf seine Social-Media-Kanäle halt immer informiert. Die Menschen informiert. Das ist jetzt eigentlich seit langer Zeit eigentlich ziemlich weggefallen. Und so... Ja, es ist ein bisschen eine Wundertüte, wo man nicht genau weiß, was kommt jetzt auf einen zu, was darf man erwarten. Ja, nächste Woche wissen wir mehr. Ich darf es Ihnen wünschen. Ja. Es ist definitiv eine schwierige Situation, speziell ein Jahr nicht springen. Kreuzbandriss ist auch wieder vom Kopf her natürlich nicht leicht wegzustecken, speziell bei weiten Sprüngen. Aber ich kenne Gregor zu gut und wenn es einer schafft, dann definitiv er, weil er ist auch ein Kämpfer und ja, überlässt definitiv nichts in Zufall. Er hat so viel geändert, heuer, so viel auf neue Beine gestellt. Und war eigentlich dein komplettes Leben umgekrempelt, ne? Ja. Bist du null. Neustart. Bist du immer noch der Morgi für die Fans oder sagst du, Leute, das mit dem Morgi lassen wir mal sein, ich bin jetzt der Thomas Morgenstern? Ich glaube, ich bin der Thomas Morgenstern. Also mit Morgi redet mir eigentlich selten irgendwo jemand an. Das habe ich ja damals eigentlich schon einmal, wann war das, 2010 oder 2011, einmal so probiert, in die Richtung zu lenken. Und ich fühle mich einfach kraftvoller. Also Morgi ist einfach ist schön, ist lieb, aber ich bin auch erwachsen geworden. Und das fühlt sich einfach mit meinen ganzen Namen. Würdest du zu 100% definitiv ausschließen, dass Thomas Morgenstern nicht wieder auf die Schanzen zurückkehrt? Das auf oder an? Das ist ein Unterschied. Nein, auf der Schanze wäre auf die Schanze, ein Comeback quasi. Ja, als Comeback, ja. Das muss ich zu 100% ausschließen, weil es eben das größte Problem oder das größte Limit ist mein Körper. Wie gesagt, ich habe jetzt auch 82 Kilo, also ich bin... Hast du aber gut verpackt, 15 Mensch. Kilo schwer, ja, es ist leider so. Aber ich kann dich beruhigen. Zwei Pullover. Ich hab jetzt vor kurzem einmal meinen Teilenumfang gemessen und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Okay. Also ich habe 94 cm Teilenumfang gehabt. Zu meiner aktiven Zeit habe ich 74 gehabt, bis 76. Und da habe ich mir schon gedacht, alter Schwede, so dick schaue ich eigentlich gar nicht aus. Aber es ist die Realität, auch mein Oberschenkel. Es ist ja alles einfach anders. Es hat sich nur verteilt von da nach da. Ja, es ist so, einfach alles ein bisschen breiter. Dann ist gar nicht wirklich viel Jahre geworden, aber es hat sich verteilt. Genau, ja. Aber ich kann dich beruhigen. McKenzie Point Klaus. 65 Oberschenkel jetzt. Das sind 90 cm mehr Oberschenkelumfang. Aber die brauchst du gar nicht mehr. Ich habe früher schon immer fette Oberschenkel gehabt. Also ja, du warst halt einer der... Ja. Eben. Aber McKenzie Point Klaus hatte nach seiner Pause auch 16 Kilo mehr und hat sie wieder abgenommen. Wirklich, ja. Na, siehste. 16 Kilo. Also es ginge, wenn man wollte. Aber vielleicht die Frage nochmal anders gestellt. Kannst du es 100% oder würdest du es 100% ausschließen, an die Schanze zurückzukehren? Ich sage jetzt mal als Trainer oder... Na, das würde ich nicht 100%ig ausschließen. Also das wäre schon etwas, was ich mir jetzt schon langsam wieder ein bisschen vorstellen kann. Ich glaube, mir hat auch gut getan,
den Abstand jetzt einmal einfach zum Skispringen, also nicht das Permanente, in der Rolle halt einfach weiter zu sein, in der ich schon immer war, die 2 Jahre jetzt einfach mal oder 3 Jahre weg zu sein. Natürlich war ich immer bei der Vierschanzentournee dabei, bei den Kulm dabei, vielleicht bin ich ja heuer bei der WM in Lahti dabei. Aber in Zukunft natürlich irgendeine so eine Rolle zu spielen im Skisprungsport ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, in welcher Form immer. Okay. Hast du noch sehr engen Kontakt mit Heinz? Aber Kutin? Als Trainer weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Trainertyp war. TV-Experten werden noch gesucht. Zu streng. Du wärst zu streng. Als Trainer, glaube ich, wäre ich echt streng, ja. Ja, aber der Heinz ist ja auch nicht, also was man so hört, ist er ja auch nicht gerade der Larifari macht, oder? Nur das nicht, ne? Jeder Trainer ist irgendwo hat seine Linie, aber wenn ich in der Kraft komme, dann stehe ich noch an, ja. Jetzt sag ich dir aber, der Heinz hat zu mir gesagt, du hast das gebraucht. Die Auszeit? Nein, die Strenge. Ja, schon. Wohl. Die Brauern, da muss man ganz klar sagen, was du Ansage. Angeht, dann fertig, ja. Ja, fertig. Das okay. Das ist wie bei uns beiden. Ich brauche auch mal einen, der die Ansage gibt. Ja. Und die Frage ist, ob man drauf hört. Genau. Aber man hat irgendwie Möglichkeiten nachher. Und er bekommt sie kostenlos, ne? Die Ansage. Lieber Thomas Morgenstern, also ich für meine Person bin eigentlich mit meinem Fragenkatalog soweit durch. Ich hoffe, das Wichtigste haben wir angesprochen, vor allen Dingen und in erster Linie aus Sicht der Zuschauer. Ich bin ganz, ganz sicher, dass Sie sich sehr freuen, dass wir dich hier vor dem Mikrofon, vor der Kamera hatten. Und ich sage ausdrücklich Dankeschön, es war sehr nett von dir. Danke, danke. Ja, mich freut es auch, dass ich euch wieder mal gesehen habe. Mhm. Vor allem, ja, leider in einer anderen Funktion. Dafür aber, haben wir jetzt mehr Zeit. Aber ihr seid gesund, euch geht es auch gut. Und genau. Das ist immer das Wichtigste. Und mir taugt es auch, dass ihr eben trotzdem in einer anderen Funktion auch weitermacht. Und wir bleiben sagen, dem Skisprungsport erhalten. Ja. Auch gute Leute werden mal rausgeschmissen. Ich habe noch. Wir haben das noch ist eine, so. Wir haben noch so spielt das Leben. Aber wo eine Türe zugeht, geht da irgendwann auf. Und wir haben noch eine Zuschauerfrage. Ja, bitte. Wir haben noch eine Zuschauerfrage bekommen. Wir haben nämlich schöne Bilder aus Innsbruck bei uns auch auf der Seite hochgeladen. Und da sieht man dich so bei ca. 60 Meter mit einem Mikrofon stehen. Genau. Was hat da dahinter gesteckt? Hast du da co-kommentiert oder deine eigene Radiosendung gemacht? Nein. Ich bin ja bei der Vierschanzentournee eben für einen Sponsor, für Audi, mit dabei und mache da halt Schanzenführungen. Auch heute in Bischofshofen wieder mit ausgewählten Audi-Kunden. Mhm. Und das Mikrofon habe ich deshalb in der Hand, weil die mit denen halt die Schanzenführung macht. Die haben halt ein Mikrofon oder halt ein in-ear. Weil du so schnell die in ihr System, so, ja. In-ear-System also, drinnen. Und okay. Damit sie mich auch hören, damit ich nicht so schreien muss. Gut. Eben, ja. Ich dachte, weil du so schnell die Chance hochmachst und die Kunden kommen nicht mit. Deshalb. Ja. Cool, dann haben wir die Frage auch noch beantwortet. Aber es macht Spaß, ein bisschen so auf der Chance nochmal rumzugehen, ein bisschen in meine Erinnerungen zu leben und zu träumen und sehen das Skispringen einfach näher zu bringen. Ja. Übrigens, in Bischofshofen hat er auch schon gewonnen. Davon abgesehen, ja, gibt es überhaupt eine Chance, wo du nicht gewonnen hast hier? Gar nicht, Spartenkirchen hier. Ach, holster Kuckuck, ja. Ja. Das ist. Tja. Ich hätte gerne so einen Mankerle daheim stehen. Kannst du ja mal den Tourneepräsidenten fragen, ob er dir die Adresse der Schnitzerei gibt. Ja, genau. Lässt du dann mal selber einschnitzen. Okay. Okay, gut. Garmisch bleibt ein dann, bisschen, Thomas, nochmal auch von meiner Seite. Danke dir. Ja, und danke auch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Super. Bis demnächst. Alles klar. Danke. Bitte.